Es beginnt Herr Kollege Stadler. Herr Präsident, ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil ich als Vertreter eines neutralen Landes unmöglich akzeptieren kann, was in diesem Bericht vorgeschlagen wird. Es ist schlicht und einfach eine weitere Militarisierung der Europäischen Union geplant. Es soll die Zusammenarbeit zwischen EU und NATO noch weiter verdichtet werden. Es wird nichts für eine nukleare Abrüstung gesagt. Es wird sogar in Zukunft noch die Entwicklungshilfe an Länder, an militärische Zwecke gebunden und an militärische Zusammenarbeit. Und es wird damit der Grundsatz eigentlich der Trennung von EU und NATO weiter verwässert. Das ist für mich als Vertreter eines neutralen Landes inakzeptabel, zumal man für die Neutralen gar nicht einmal mehr Ausnahmeregelungen vorsieht. Daher bin ich der Meinung, dass derartige Berichte von keinem neutralen Abgeordneten oder keinem Abgeordneten eines neutralen Landes dieses Hauses unterstützt werden kann. Vielen Dank, Herr Kollege Stadler. Es folgt Herr Kollege Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Danke, Herr Präsident. Ich habe für den Bericht von Herrn Dajan gestimmt. Ich glaube,